Ja, ich habe mich natürlich gefreut, ne? Ein Traditionsverein mit einem mega geilen Stadion, dass die sich bei mir melden und Interesse zeigen. Und dementsprechend gut waren auch die Gespräche und es ging auch relativ zügig dann alles über die Bühne. Ja, es gab viele gute Argumente, die mir zugesagt haben. Wie ich gerade auch schon gesagt habe, das Stadion. Ich weiß, wie die Atmosphäre hier ist als Gegenspieler. Freue mich natürlich riesig drauf, jetzt denn mit dem Publikum im Rücken zu spielen. Und die Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen waren halt sehr gut und haben mich schnell überzeugt. Ja, es hat sich eine Menge getan. Also ich kann mich noch daran erinnern, das allererste Mal war ich mit den HSV-Amateuren hier. Da sah es noch ziemlich anders aus und hat sich eine Menge getan in der Zeit. Ja, also ich komme natürlich über die Dynamik, über die Laufbereitschaft, über die tiefen Läufe, aber auch durch mein Defensivverhalten kann ich der Mannschaft halt auch Stabilität geben und versuche natürlich auch meine Erfahrung dann in die Truppe einzubringen und den Jungs halt damit zu helfen. Vorrangig ist für mich jetzt erstmal wichtig, die Jungs kennenzulernen, mich in die Mannschaft zu integrieren. Ich bin da guter Dinge, dass sie mich relativ schnell aufnehmen werden. So wie ich es gehört habe, ist es eine coole Truppe und darauf freue ich mich. Und meine Ziele sind natürlich immer zu spielen. Ich denke, als Fußballer ist das ganz normal. Aber ich will jetzt erstmal in der Vorbereitung Gas geben, mich zeigen, die Jungs kennenlernen, das Trainerteam kennenlernen und darauf freue ich mich. Tim Danneberg kenne ich noch, mit denen habe ich in Braunschweig zusammengespielt die ersten Jahre. Sonst viele Jungs kenne ich halt als Gegenspieler, aber persönlich nicht. Wir haben uns ab und zu ausgetauscht. Als ich das gehört hatte, dass Dennis hier Co-Trainer wird, habe ich ihn natürlich erstmal gratuliert. Und dann ging es auch relativ zügig bei mir. Und dann haben wir uns auch natürlich ein bisschen über den Verein ausgetauscht. Ja, nur Positives habe ich gehört. Also es war positives Feedback von Dennis. Das hat mir die Entscheidung letztendlich auch viel sehr leicht gemacht und dementsprechend ging es dann auch schnell. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, beziehungsweise auch mit meiner Frau abgesprochen. Unser zweites Kind ist am 13. geboren und dementsprechend haben wir uns dann für die 13 entschieden. Waren noch nicht mehr allzu viele Nummern frei, muss man sagen. Und die hatte halt die größte Bedeutung für uns dann.